Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus der Christus. Nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut. Und der Geist ist es, der da zeugt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind, die da zeugen: der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, welches er gezeugt hat über seinen Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, welches Gott gezeugt hat über seinen Sohn. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohne. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgend wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so wird er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode. Nicht für diese sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und es gibt Sünde, die nicht zum Tode ist. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich, und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind, und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, auf dass wir den Wahrhaftigen kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, welches ihr höret, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Warum ich auf dieses Thema gekommen bin, ich weiß gar nicht, ob überhaupt so für euch das so angekommen ist, welches Thema wir eigentlich hatten. Das war der Hinweis, die Klappe zu halten und weiter Lobpreis zu machen. Ja. Wer sagt das? Raus. Ja, das ist Frechheit, ey, diese Puten. Okay. Julia hat heute Morgen
Sich spontan war sie noch mit dabei beim Gesang. Fand ich sehr schön. Ja. Fand ich richtig klasse. Fand ich richtig klasse. Ja. Warum es mir bei diesem Thema ging, ist, es gibt Anthropologen. Das heißt, es sind Leute, die können, und der Paulus ist auch einer, der kann dir aufzeigen, was das Problem des Menschen ist. Der kann dir aufzeigen, dass was Emanuel gesagt hat, das was Daniel gesagt hat, sind zwei von diesen Feldern, die der Anthropologe aufzeigt. Oder wie Dieter Böhm heute Morgen sagte, Römer 7. Hat er mal so einen Raum geschmissen. Für die Bibelkenner, die wissen sofort, ratatatata, was er ablehnt. Paulus sagt, ich will Gutes tun, schaffe es nicht. Sag, ich krieg's niemals hin. Und das ist der Mensch. Der Mensch tut nie Gutes. Schenk mir 10 Euro, du hast mir nichts Gutes getan. Helf einen von der Straße auf, du hast nichts Gutes getan. Denn nur einer ist gut. Nur einer tut Gutes. Der Vater oder der Sohn? Nur einer tut Gutes. So, aber was bedeutet das, nur einer tut Gutes? Das bedeutet, das Bild von Emanuel, wir gehen alle in die Irre wie die Schafe, haben keinen Hirten, oder Daniel, das Joch der Sünde, wir sind richtig gedrückte, je nachdem, wie wir es empfinden, wo wir gerade stehen, wo wir gerade merken. Oder wie Dieter Böhm sagte, Zitat von Kemner, wenn man merkt, dass die Sünde in uns sündig wird, wo wir wirklich damit einverstanden sind, dass wir diese Menschen sind, wie Matthias auch hervorholte, dass wir diese Menschen sind, die von Grund auf erstmal nur so sind. Das ist Anthropologie, das ist die eine Seite. Oder Thomas sein, Zweifler sein, das ist Anthropologie. Das heißt, der Mensch wird beschrieben in seiner Art. Und warum ich habe die Tür zugemacht. Ich dachte, da hätte jemand geklopft. Das ist nett, dass du danach guckst. Und die andere Seite ist die andere Seite ist die zweite Seite. Das ist der andere Mensch. Das ist der Christusmensch, wie Luther sagt. Es gibt einen Christusmenschen. Ich möchte euch unbedingt heute Abend eine Sache sagen. Heute Mittag habe ich mir gedacht, wenn ich heute Abend sterben würde, dachte ich, als ich zu Hause war bei meinen süßen Kindern, bei meiner süßen Frau, habe ich gedacht, wenn ich heute Abend sterben würde, würde ich zur Lukas-Gemeinschaft gehen? Und ich dachte, ja, ich würde hingehen. Um das eine zu sagen. Um das eine, und wenn es nur dieses eine wäre, was ich sagen könnte. Nur deswegen würde ich hier hingehen. Nicht zum Gitarre spielen. Nicht zum Lobpreis singen. Auch. Wunderbar. Aber nur um dieses eine heute Abend zu sagen. Das ist nämlich dieses, du machst nicht, dass du einer von diesen beiden Menschen bist. In beiden wirst du einfach reingesetzt, ungefragt. Du wirst einfach in einen von diesen beiden Menschen reingesetzt. Du bist unfähig. Ich tue eins, selbst nichts dazu. Null. Extrem null. Du tust sogar da was dagegen. Und dieser Gedanke wäre mir der allerwichtigste Gedanke, wenn ich heute Abend sterben würde, das zu sagen. Du machst nichts, um den einen Menschen zu sein oder den anderen Menschen. Den Christus befreit hat. Oder den, der eben unter dem Joch der Sklaverei, der Sünde, der Irrungen wie Schafe ohne Hirten. Du machst nichts zu diesen beiden Situationen. Nichts. Nichts. Das wären meine letzten Worte, wenn ich heute Abend sterben würde und deswegen würde ich zur Lobpreisgemeinschaft kommen. Das wären meine letzten Worte. Du könntest dir mal überlegen, welches wären deine letzten Worte. Der eine würde sagen, ja, Jesus, der einzige Weg im Himmel. Schön. Meine wären das hier. Du machst nichts, diese Person zu sein oder diese Person zu sein. Nichts. Und warum wären es meine letzten Worte? Warum ist es mir wichtig? Und es ist mir erst die letzten Monate wichtig geworden. Es ist so wichtig für mich, weil ich feststelle, dass alles in der Bibel, was da drin steht, jede Schrift von Gott eingegeben,
mir absolut nützlich ist. Weil ich sie mir nicht mehr nehmen muss, sondern sie wird mir geschenkt. Warum wird sie mir geschenkt? Weil ich weiß, ich kann sie mir nicht nehmen. Weil der eine Mensch kann niemals sich den Christus holen oder selbst zu Christus hin. Der andere Mensch wird nur zum anderen Menschen, weil Gott zu ihm kam und ihn einfach begnadet. Du machst es nicht, du tust es nicht, du kannst es nicht. Beide Menschen wählst du nicht. Weder dein Verlorensein, dein Sündigsein, unter der Knechtschaft sein oder dein Gerettetsein. Du machst es nicht. Deswegen war die Wahl von Gero als letztes Lied dann, Jesus, ja, ich denke an dein Opfer. Da wurde der neue Mensch schon längst gemacht. Niemals wird, hoffe ich, bei dieser Rede, die ich gerade mache, noch der Zusatz kommen, entscheide dich dafür. Niemals. Obwohl der Mensch an sich würde denken, doch, das will ich doch, das ist doch ein guter Satz, Dagobert. Sich entscheiden für dieses neue Leben mit Jesus. Das ist doch ein Hoffnungsspruch, das ist doch klasse, das ist doch eine Aufforderung, das ist doch, das kann doch tröstend sein. Das hat mich die letzten 30 Jahre in meinem Glaubensleben nicht getröstet. Aber was mich echt getröstet hat, ist, dass Gott sich um mich kümmert, selbst wenn ich kein Bewusstsein habe, wie wir letzte Woche gehört haben. Selbst wenn ich kein Bewusstsein habe und in irgendeiner Arbeit tief verstrickt bin und gerade kein Christus-Gen irgendwie durch mein Herz und Gefühle und Verstand geht. Ihm gehe ich immer durch Herz und Verstand. Es hört sich so schlimm, es ist total schlimm, ja, es hört sich total schlimm an. Du kannst nichts tun und du hast das Gefühl wie Mist. Dann kann ich ja jetzt gucken, wie ich den Rest meines Lebens, wann ich endlich begnadet werde. Aber aus welcher Position sagst du das? Aus der Position eines Menschen, der zeitlich denkt. Gott hat dich begnadet damals. Und deine Position des zeitlichen Denkens versteht gar nicht diese Begnadigung. Das heißt, dein Verlorensein, dein, wo du sagst, boah, das hört sich aber nicht so gut an, da ist keine Aufforderung drin, das macht mich gar nicht so richtig mobil und auch nicht so froh, das hört sich gar nicht so an wie das Evangelium. Das ist ja, weil du so bist, wie du bist. Und das ist das, was Gott viel lieber möchte, dass du begreifst, dass du nichts ändern kannst. Er möchte dir dein Dilemma so extrem zeigen, damit dir wirklich persönlich bewusst wird, wie sündig deine Sünde ist. Ein Prediger sagte mal, der heißt Jürgen Baum, den hörte ich damals, und da war ich ein extrem Charismatiker. Und dann sagte der diesen Satz, und ich habe gedacht, du hast ja keine Ahnung, ey. Ich habe Inspirationen von Gott, ich habe Führung, ich habe Bilder, ich höre die Stimme des Herrn, du hast ja keine Ahnung. Was sagte der Typ? Solange du noch nicht auf die Knie gefallen bist über dein Elend und den Herrn um Gnade angefleht hast, nehme ich dir deine Bekehrung nicht ab. Und ich dachte, weg damit, ich bin unterwegs im Namen des Herrn, ich hab's drauf, ich kenne meine Bibel und alles. Ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwann nochmal wiedersehe, dann werde ich ihm sagen, preis den Herrn, ich kann nichts tun und es gibt keinerlei Hoffnung für diesen alten Menschen. Außer die Botschaft von Gott, stirb mit ihm am Kreuz und steh mit ihm vom Tode auf und sei jetzt lebend durch Christus, in Christus, wegen Christus. Das machst du nicht. Das machst du nicht. Das holst du dir nicht vom Himmel runter. Dafür gibt's keine Gebete. Das bleibt bei der Gnade. Und ein Theologe sagte, zur Gnade gibt es keine Brücke. Gnade muss Gnade bleiben. Das heißt, du flehst dich nicht dahin, sondern er kommt zu dir, wann er will. Und dann kommen wir zur Dreieinigkeit.
Der Geist weht, wo er will, nicht wo wir wollen. Aber dass Gott es gut mit uns meinte, damit schließe ich ab, dass Gott Gutes mit uns meinte, zeigt sich darin, dass Gott Mensch wurde und uns an der Stelle abholt, wo wir gerade jetzt stehen. Wirst du den Satz hören? Adam, wo bist du? Wirst du dann da sein? Wirst du der Sünder sein, den Gott dich benennt? Damit er dich dann auch benennen kann, sei mein Begnadigter. Amen. Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde. Die Säule und der Wahrheit Grund. Thank you.